wir erstmal gucken hier bei dem Golem. Jetzt ging es ganz einfach wieder, dieser Vorführeffekt immer. Erstmal hier umgucken. Ich weiß, dass da ein Halbtoter liegt. Hier habe ich eingesammelt, ne? Na gut. Wen haben wir denn hier? Sarit. Sheila wusste Bescheid. Sie will die Beweise vernichten. Was für Beweise? Wir wollten dich nicht zurücklassen. Wovon redest du? Was? Fast hätten wir... Stell dir das vor. Die wilde Jagd. Die Welt frei vom Ungeist des Krieges. Was? Verstehst du was, Geralt? Ich nicht. September. 13. September 1269, danke. Die Hydra-Schlucht. Nach dem Frieden von Sintra schlitzt man hier 53 Elfenoffizieren der Freehead-Brigade die Kehlen auf. Ihre Leichen wirft man in den Abgrund. Was die Reiter der wilden Jagd suchen, weiß ich nicht. 23. November 1269, Sintra, das Dorf, Kaltwasser. Die wilde Jagd hat ein neues Opfer, einen 11-jährigen Jungen. Den Eltern scheint das nicht viel auszumachen. Bin müde. 24. Februar 1270, ein Pass im Amuschgebirge. Ein Manticore, eines der seltensten und gefährlichsten Monster. Früher hätte ich die Jagd auf ihn als Herausforderung betrachtet. Jetzt ist er nur ein Hindernis. Doch mit seinem Fleisch und Blut werde ich in dieser Eishölle überleben können. 30. Mai 1270, Yaruga. Die wilde Jagd zieht nach Süden weiter. Seit ich sie verfolge, hat sie 23 Menschen entführt. Sie waren alle zwischen 10 und 20 Jahre alt. Außer Yennefer. Trophäe. Vitalität plus 15. Das ist natürlich auch geil. Bonus zum Zeichen. Schaden plus 5. Wow. Ich glaube, da ersetze ich das gerade mal. Elementstein. Okay, das ist einfach eine Handwerkzutat. Und dann haben wir doch auch hier so Zeug aufgesammelt. Warte. Hä? Haben wir nicht Dokumente aufgesammelt? Habe ich das jetzt eines Forschers über die wilde Jagd? Das habe ich schon gelesen. Okay. Habe ich mich verguckt? Ich dachte jetzt echt, wir haben... Ach so, ich habe das nicht eingesammelt. Boah, ich bin wieder mal so schlau. Aufzeichnungen des Königsmörders Sereth. Er scheint anders zu sein, ist mir tatsächlich aber sehr ähnlich. Wir sind den gleichen Weg gegangen. Die Kräuterproben, die Schulungen, erlegte Monster so zahlreich, dass wir nicht mehr wissen, wie viele. Die Unterschiede liegen im Detail, wie seine Art, sich im Kampf zu bewegen. Ich muss lachen, wenn ich ihn beobachte, doch ist er ebenso effektiv wie ich, wenn nicht effektiver. Den größten Unterschied zu beschreiben fällt mir schwer. Er hat ein Ziel, ist engagiert, er streift nicht planlos durch die Welt. Offenbar kann er Emotionen empfinden auf einem Niveau, das für mich unerreichbar ist. Doch es sind nicht die üblichen menschlichen Gefühle. Pathologie? Beim ständigen Balanceakt zwischen Alexithymie und Sensibilität investiert er viel Energie in die Aufrechterhaltung seiner psychischen Gesundheit. Ich hoffe, ich lerne ihn besser kennen
und erfahre dabei etwas von ihm über das Leben. Und, warte mal, schreibt er dabei über uns oder was? Was war denn das Schema? Feuersbrunst. Ach so, okay, ja. Können wir dann irgendwann mal gebrauchen? Das ist wieder eine Falle. Unterhändler. Guck mal, die sind jetzt nicht unbedingt besser, ne? Und das? Nö. Was soll ich denn damit? Das ist ja voll low. Voll low. Danke, aber nein, danke. Na gut, dann sprechen wir mal mit Detmold, sonst war hier nichts mehr. Hier ist einfach mal wieder nichts drin. Ich liebe Truhen, in denen nichts drin ist. Waren wir hier lang gegangen? Nee, aber das ist so kurz, das können wir uns mal kurz angucken. Und ja, wow, verschlossen. Also ist hier wieder irgendwo ein Schlüssel, den ich einfach nicht in der Lage bin zu sehen, finden. Bitte nicht. Warte mal, wir haben ja die Option, langsam zu gehen, die ich gerne nicht nutze, weil ich es immer eilig habe. So, wie kommen wir da wieder raus? Warte mal. So? Nein, so? Ah. Ich habe wieder übrigens einige Wochen nicht gespielt, deswegen habe ich natürlich wieder die ganze Tastaturbelegung und was auch immer vergessen. War das ein Stück Nebel? Ah, lieber weg davon. Wieder da lang gehe, wo ich dich hin soll. Ach, das war das. Okay, sorry. Diese Neugier immer. Besonders wenn man, das ist auch immer praktisch manchmal, wenn man alles wieder vergisst, dann erlebt man immer wieder neue Dinge. So, hier lang. Da kommen wir nicht lang, glaube ich. War eigentlich da bei den Turm noch was? Ja, da waren wir auch schon irgendwie drin. Und da gab es auch eine verschlossene Tür. Ich habe mir die Trophäe noch gar nicht so richtig angeguckt. Aha. Und wir sprechen mit Detmold. Warte, noch mal kurz das Obligatorische vorlesen. Und das dann noch. Sorry, es muss sein. Der Hexer kam zu spät. Sheila war schon über den Attentäter hergefallen, der sich dort versteckte. Aber sie war in der Eile nicht gründlich genug gewesen. Der Königsmörder lebte noch und konnte Geralt mit letzter Kraft berichten,
dass die Zauberin nach Vergen geflogen war. Geflohen war, nicht geflogen, verdammt. Wiederkehrende Erinnerung. Nach dem Gespräch mit dem sterbenden Königsmörder hatte Geralt eine Vision. Er verfolgte die wilde Jagd quer durch die Welt, ohne sie je zu fassen zu kriegen. Der Hexer war bitter enttäuscht, im Grunde jedoch zu allem entschlossen. Er merkte, welche enorme Bedeutung die Suche nach der Frau für ihn hatte, die auf der Malusinsel entführt worden war. Hatten wir nicht schon mal wiederkehrende Erinnerungen? Hä? Wir hatten das schon mal. Bin ich der Meinung, dass wir das schon mal hatten. Aber okay. Egal. Weiter geht's. Und die Stilette, die hatten ja jetzt am Anfang überhaupt nichts gebracht, ne? Habe ich vollkommen umsonst geworfen. Nicht der menschlichen Gattung zuzurechnen ist. Dich kriegen wir auch noch. Und? Hast du ihn erwischt? Sheila war schneller. Er ist tot. Dreckstück! Ist sicher schon jenseits des Nebels. Auf, Hexer! Wir müssen diesen verdammten Fluch bannen. Hier, das Symbol für Mut, das du suchst. Was? Philippa Eilhardt und Sabrina Glewissing. Hatte ich nicht... Aus einer Mandragora. Hatte ich nicht das Symbol für Mut schon selber? Einmal kurz Charakteraufstieg. Nee, ganz kurz, die Musik ist mir zu laut. So, Charakter. Zwei Talente haben wir da. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein, 6. Ich glaube, da ist das dran, oder? Kann das sein? Hier haben wir erst 4. Alchemist, Bombenschaden nutze ich ja jetzt doch ein bisschen mehr, ne? Also kann ich das ruhig mal nehmen. Es sei denn, hier ist noch was Besseres. Nö. Und dann hier nochmal. Was war das? Magieintensivierung. Hier haben wir Quen. Energie plus 1. Bist du gleichzeitig mit Axi verhexen? Ja, das mache ich. Nehme ich nicht so oft, ne? So. Joa. Und wir haben ja bald schon wieder einen Talentaufbau, also. Sieht gut aus. Ist es ausgegraut? Ich muss es nochmal fragen. Hast du mehr über den Fluch erfahren? Auf der anderen Seite hält sich ebenfalls ein Zauberer auf und erkundet das Schlachtfeld. Eine Zauberin, um genau zu sein. Woher weißt du das? An ihren Zaubern sollt ihr sie erkennen. Ihre seltsamen Zaubersprüche, dazu die Gehirnform. Frauen sind einfach anders. Es könnte Triss sein. Nein. Ja, okay. Das hatten wir dann wahrscheinlich wirklich. Ich bin bereit, den Fluch zu brechen. Ich habe alle Artefakte. Dann gibt es die Chance, dass wir bald gegen Edirne ziehen und du dein Gedächtnis wieder erlangst. Ich brauche deine Hilfe, Zauberer, um die richtigen Geister zu finden. Sie werden dich finden. Die Aura der Artefakte zieht sie an. Lass sie denken, reden und handeln. Dann wirst du wissen, was zu tun ist. Geralt, da ist noch etwas. Ich habe das Schlachtfeld geprüft und den Geist des Besuchers gefunden. Er ist nicht wie die anderen. Er hat sich verwandelt. In einen Draug. Das war zu erwarten. Viel Erfolg, Hexer. Der Geist des Besuchers? Meinen die jetzt die Königsmörder? Oder wen? Nimm an der Schlacht im Geisternebel teil. Schließlich besaß der Hexer alle 4 Relikte. Er war bereit, es mit dem Fluch aufzunehmen und ging zu Detmold. Mit den Artefakten und gutem Rat, allerdings auch mit einem blümeranten Gefühl in der Magengegend, zog Geralt in die Geisterschlacht.
Sein Sinnen und Trachten richtete sich jetzt ganz auf die Aufhebung des Fluchs, denn ihm war klar geworden, dass Cedrics Prophezeiung wörtlich zu nehmen war und ein würdiger Gegner harrte seiner. Oh Mann, oh Mann! Detmold war nicht überrascht von Geralts Bericht. Er hegte einen alten Groll gegen Sheela und hatte ihr noch nie vertraut. Das Problem bei mir ist, ich vertraue weder Sheela noch Detmold. Sheela wiederum befand sich fürs Erste hinter den Mauern Wergens in Sicherheit, vom Geisternebel vor ihren Verfolgern geschützt. Doch der Hexer hatte bereits eine Möglichkeit gefunden, den Nebel zu lichten. So, das können wir jetzt hier gar nicht machen, ne? Da wird uns nichts angezeigt. Da wahrscheinlich auch nicht. Warte den Verlauf der Ereignisse ab. Sprich mit König Hänsel. Okay, das können wir mal noch machen. Sah er nur noch ihr Schiff davonsegeln. Das Lager war verlassen und der Hexer wusste nicht einmal, ob Triss sich tatsächlich bei den Schwarzen befand. Das Schiff war nicht einzuholen und so riss die Spur hier ab. Geralt ballte die Fäuste und beschloss, hier alles so schnell wie möglich zu erledigen. Das können wir auf jeden Fall noch machen. Hier komm, ich nehme deine Ohrens. Guck's ja eh nicht hin. Guckt euch das an, Männer! Wo ist nochmal König Hänsel? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was mit dem passiert ist, nachdem die Königsmörder eingetroffen sind. Dich kriegen wir auch noch! Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern. Er wird ja wohl noch da sein, oder? Hä? Es kommt halt auch kein Pfeil, ne? Also scheint er gerade nicht zugegen zu sein. Was ist denn mit dem passiert? Ein bisschen Bammel gegen eine heilige Du hast doch die feindliche Propaganda. Ja gut, dann müssen wir also wirklich in den Geisternebel, ja? Da bin ich ja jetzt irgendwie nicht so scharf drauf. Da würde ich sagen, wir machen erstmal wieder ein paar Tränke. Um uns vorzubereiten. Nein, nicht einnehmen. Nicht einnehmen. Wir haben nicht genug. Alchemie bitte. Erstmal immer am wichtigsten ist... Was ist denn am wichtigsten? Schwalbe natürlich. Und dann nehmen wir erstmal 3. Ja, und Waldkauz ist jetzt halt auch nicht so schlecht. Was können wir denn dann noch machen? Samum? Ich glaube, das ist auch nicht schlecht. So. Petris Filter. Zeichenintensität. Nekrophagenöl. Weiß ich gerade gar nicht, ob ich das habe. Also würde ich einfach mal... Obwohl, nutzt das was bei den Geistern? Ich glaube nicht. Das nützt uns gar nichts. Erhöht Schwertschaden. Mache ich einfach mal ein. Katze weiß ich nicht, wie viel ich noch habe. Die haben mir echt gute Dienste geleistet, die Kartätschen. Und 3 sind ja nun wirklich leider nicht viel. Goldener Pirol erhöht sämtliche Resistenzen.
Ich weiß halt einfach nicht, was ich brauche. Erhöht die Regeneration der Vitalität. Ich weiß nicht, da ist Schwalbe, glaube ich, ein bisschen besser. So. Ich hoffe, es hilft mir ein bisschen. Und dann, ja, hier habe ich auf jeden Fall noch genug. Nehme ich mal lieber ein paar Bomben mit rein. So. Oh Gott. Ich weiß ja vorher schon, dass ich wieder sterben werde. Weil das halt einfach... Ich kann halt einfach keine Folge machen, ohne mindestens einmal zu sterben. Kann nicht irgendwie doch noch zwischendurch mal was passieren?